Gottes Segen an alle, die dabei sind. Ich sehe meine Schwester Anderson, Neva. Gott segne dich, meine Schwester Anna Klein. Gott segne dich. Teilt und teilt und teilt, dann legen wir sofort los. Teilt das Video, damit viele von der Botschaft auch mitbekommen. Gott ist so gut. Oh, meine Schwester Deborah Lilia, Gottes Segen. Der Herr ist einfach wunderbar. Teilt das Video, teilt und teilt und teilt. Der Herr segne euch alle. Ich weiß, der Herr hat Gutes für uns vor, das ist sicher. Jesus lebt, da meine Schwester Sarah ist da, meine Frau, Gottes Segen. Gott ist wunderbar. Ja, Gottes Segen, Schwester Deborah, Lilia, der Herr segne dich. Der Himmel zornt von der Herrlichkeit des Herrn, der Herr. Wer ist ihm gleich, den einzig Auferstandenen? Der Himmel zornt von der Herrlichkeit des Herrn, der Herr. Wer ist ihm gleich, dem einzig Auferstandenen? In Ewigkeit bist du, in Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron, das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meinen meinen Knie und bete an den Sohn. Verkünd ich laut von der Herrlichkeit des Herrn, der Herr, der geopfert war, um die Menschheit zu erlösen. Bist du, in Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron, das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meinen Knie, ich beuge meinen Knie und bete an den Sohn. In Ewigkeit bist du, in Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron, das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meinen Knie, ich beuge meinen Knie und bete an den Sohn. Gottes Segen. Der Herr segne euch, schön, dass ihr dabei seid. Wir legen sofort los. Ihr könnt das Video noch teilen, teilen, teilen und es geht sofort los. Schön, dass ihr dabei seid. Einen schönen Abend an euch allen und ich weiß, der Herr hat Gutes vor und das Wort Gottes kehrt niemals leer zurück. Das ist das Gute. Und das Wort Gottes ist darum, uns das Leben zu geben und diese Zeit, was wir haben, ist wirklich die Zeit, damit wir uns im Wort Gottes aufbauen, weil das Leben ist nur im Wort Gottes. Der Mensch wird nicht gerettet durch Brot, aber durch das Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Darum sind wir, um das Wort Gottes zu teilen. Das Wort Gottes bringt Leben. Das Wort Gottes bringt Erleuchtung. Das Wort Gottes bringt Veränderung. Das Wort Gottes weckt neue Hoffnung in uns. Das Wort Gottes zeigt uns den Weg, welchen Weg wir folgen sollen. Weil die Welt zeigt uns zig Wege, aber
Das Wort Gottes zeigt uns den wahren Weg, und zwar Jesus Christus. Die Bibel sagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, wenn nicht durch Jesus Christus. Und darum sind wir hier, um das Wort zu verkündigen. Ich bitte ganz kurz, dann legen wir los. Herr, ich danke dir für diese Zeit. Danke, weil du diesen Tag vorbereitet hast. Herr, segne diese Zeit, die wir gemeinsam verbringen. Wir wollen dein Wort hören. Eins ist sicher, dein Wort ist Leben, weil am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Herr, ja, das Wort, was wir hören, ist Gott. Es wird uns aufwecken, es wird uns aufrichten. Danke für dein Wort. Bereite wirklich unseren Herzen vor im Namen Jesu Christus. Heiliger Geist, sprich du zu uns im Namen Jesus. Amen. Gottes Segen. Ich bin hier, um das Wort Gottes zu verkündigen. Ich bin hier, um den Menschen wieder Hoffnung zu geben. Ich bin hier, um das Botschaft der Befreiung, das Botschaft der Heilung, das Botschaft der Hoffnung zu verkündigen. Wir leben in einer Zeit, die schwer ist. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen wirklich die Hoffnung verloren haben. Viele haben keine Hoffnung mehr zum Leben. Viele wissen nicht mehr, wie es mit denen weitergeht. Aber der Herr hat uns eins gegeben, und zwar sein Wort. Und das Wort Gottes macht neue Wege. Das Wort Gottes bringt uns voran. Das Wort Gottes erweitert selbst unseren Weg. Das Wort Gottes ist da, damit unseren Augen dadurch geöffnet werden und wir weitersehen können. Die Bibel sagt, Agar, die kam an eine Stelle, da war die am Ende, weil die hatte kein Wasser mehr gehabt. Das Wasser, was Abraham ihr gegeben hatte, ist ausgegangen, und für Ismael war nicht mehr genug Wasser da. Also Ismael konnte eigentlich sterben. Aber der Engel Gottes ist gekommen, hat Agar die Augen geöffnet und die hat eine Quelle des Wassers gesehen. Und das Wort Gottes ist da, um uns einfach die Augen zu öffnen, damit wir die Quelle sehen, wie es mit uns weitergeht, damit wir die Quelle des Wassers sehen, die Quelle des Lebens. Und die wahre Quelle ist Jesus Christus. Darum gibt der Herr uns sein Wort, damit sein Wort uns wieder zu ihm bringt. Darum, die Zeit soll wirklich ein gesegnetes Zeit sein. Der Herr soll wirklich zu uns sprechen. Ich bin hier, um euch das Wort zu verkündigen. Ich bin hier, damit wir gemeinsam das Wort teilen, damit wir neu aufgebaut werden und einfach für den Herrn stehen, weil der Feind steht. Der Feind bekämpft die Kinder Gottes. Der Feind bekämpft die Gemeinde Gottes. Der Feind hat wirklich seinen Engel gesendet, seine Dämonen gesendet, um Menschen zu bekämpfen, um Völker zu bekämpfen, um Länder zu bekämpfen, um Familien zu bekämpfen. Aber wir werden auch nicht locker lassen. Wir sind da, um das Wort des Lebens zu verkündigen, was den Menschen wieder die Hoffnung geben wird. Die Menschen sollen wissen, auch wenn der Feind sie bekämpft, aber Jesus Christus hat am Kreuz schon gesiegt. Der Sieg ist unsere. Der Feind bekämpft uns, weil wir Sieger sind. Aus diesem Grund werden wir bekämpft. Aber die Zeit ist ja, dass wir verstehen, dass wir Sieger sind und dass wir uns jetzt, dass wir diese Einstellung des Siegers haben, dass wir uns als Sieger einstellen. Wenn du weißt, dass du ein Sieger bist, dann wirst du auch nicht mehr weinen, dann wirst du nicht mehr heulen, weil du weißt, der Feind bekämpft dich, weil du ein Sieger bist. Gott segne euch. Ich bin im Buch vom Epheser Kapitel 5 ab Vers 11. Epheser Kapitel 5 ab Vers 11. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich. Auch nur zu sagen. Alles aber wird aufgedeckt, wenn es vom Licht offenbar wird. Denn alles, was offenbart wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. Super, meine Schwester, niemals aufgeben, ist wirklich so. Ich wiederhole nochmal, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie viel mehr auf. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich. Auch nur zu sagen, alles aber wird aufgedeckt, wenn es vom Licht offenbar wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. Der Herr ist wunderbar. Ich bin im Buch von Epheser. Dieses Buch ist ein Buch, was Paulus geschrieben hatte. Und zwar in der Zeit, das war die Zeit, wo Paulus gefangen gewesen ist. Und er hat dieses Buch an die Gemeinde von Epheser geschrieben. Und die Gemeinde von Epheser, das ist ja das, was die Bibel uns in Apostelgeschichte Kapitel 19 vorstellt.
Epheser, das ist die Gemeinde, als Paulus hingegangen ist, da hat er 12 Jüngern getauft. Die 12 Jünger, die waren zwar getauft in Taufe vom Johannes, die hatten die Taufe von Johannes, aber die wussten gar nicht von der Taufe Jesus Christus und die wussten nicht von dem Heiligen Geist. Als Paulus sie getauft hat, hat er für sie gebetet, haben sie den Heiligen Geist empfangen. Und genau an diese Gemeinde schreibt Paulus dieses Brief. Und wenn wir weitergehen, dann, oh super, ich liebe auch diesen Brief von Epheser. Das ist ein super Buch, ein super Brief, muss ich sagen. Es bringt immer wieder Erleuchtung. Epheser war ein Land oder eine Stadt, wo auch die Dunkelheit sehr stark geherrscht hatte. Wir sehen, als Paulus das Wort verkündigt hatte, die Bibel sagt, viele haben sogar ihre Bücher gebracht von der Zauberei und sie ließen es verbrennen. In diesem Land hat wirklich die Zauberei sehr stark geherrscht. In Epheser hat die Dunkelheit sehr stark geherrscht. Und im Epheser sehen wir auch, da war diese große Riesenstatue von Dian und da war wirklich die Dunkelheit sehr stark. Und darum schreibt hier Paulus, er schreibt hier eins, er sagt, ihr sollt keine Gemeinschaft haben mit den unfruchtbaren Werke der Finsternis. Wisst ihr, dieses Brief, das hat Paulus für den Epheser geschrieben, heute gilt es auch für uns. Wenn wir sehen, der Herr sagt auch heute zu uns, dass wir keine Gemeinschaft haben sollen mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern wir sollen es vielmehr aufdecken. Wisst ihr, der Grund, weshalb ich aufstehe, ist einfach, um die Werke des Finsternisses aufzudecken. Weil wir leben in einer Zeit, wo die Finsternis stark herrscht. Wir leben in einer Zeit, wo die Finsternis, wo die Werke der Dunkelheit, die Werke des Satans sehr stark herrschen. Der Satan herrscht wirklich. Der Satan, der bringt wirklich Verderben. Wisst ihr, der Satan macht Menschen wirklich kaputt. Der Satan kommt und bringt Verderben. Aber wir sind da, um seine Werke aufzudecken. Wir sind da, um die Menschen die Augen zu öffnen. Wir sind da, um die Menschen zu zeigen, dass diese Werke wirklich aufgedeckt werden müssen, damit die Menschen sich von diesen Werken entfernen, weil wenn man den Menschen es nicht sagt, dann werden die Menschen einfach diese Werke weiterfolgen, weil viele wissen ja auch nicht, dass es die Sünde ist, viele wissen auch nicht, dass sie in den Werke der Finsternis sind, aber wir sind da, um die Menschen die Augen zu öffnen, wir sind da, um die Menschen zu sagen, dass die Menschen sich von alle Werke des Finsternisses entfernen sollen, sei es Magie, sei es Zauberei, sei es Esoterik, sei es, was weiß ich was, Wahrsager, zum Wahrsager gehen, alles, was einfach Werke des Finsternis sind, Menschen sollen sich davon entfernen, weil das Problem ist auch, es gibt viele, die wissen gar nicht, dass sie auch Werke des Finsternis praktizieren. Also für viele ist es normal geworden, für viele ist es so, wie sie es kannten und Menschen gehen einfach diesen Weg weiter. Aber alles, was einfach mit der Dunkelheit zu tun hat, alles, was nicht mit Gott zu tun hat, das hat mit der Dunkelheit zu tun. Alles, wo einfach der Herr nicht mit ins Spiel ist, alles, was nicht mit Jesus zu tun hat, es hat mit der Dunkelheit zu tun. Und die Zeit ist ja, dass wir diese Werke aufdecken. Also wir sollen keine Gemeinschaft damit haben, aber wir sollen es aufdecken. Die Zeit ist ja, dass wir die Werke der Dunkelheit wirklich aufdecken. Kein Werk der Dunkelheit mehr verdecken, aber wir sollen es aufdecken. Und wenn wir die Werke des Dunkelheit, wenn wir uns die Werke des Dunkelheits anschauen, dann sehen wir, es sind die Werke des Satans, weil Satan ist der Dunkelheit. Das ist der Reich der Dunkelheit. Das ist der Reich der Dunkelheit selbst, der Reich des Satans. Und das ist das, was wir aufdecken müssen. Die Magie muss aufgedeckt werden. Alles, was mit Hexerei zu tun hat, muss aufgedeckt werden. Alles, was einfach mit der Sünde zu tun hat, muss aufgedeckt werden. Alle Praktiken, was mit der Sünde zu tun hat, muss aufgedeckt werden. Alles, was mit Homosexualität zu tun hat, muss aufgedeckt werden. Alles, was mit Kinderschänderei zu tun hat, muss aufgedeckt werden. Alles, was mit Vergewaltigung zu tun hat, muss aufgedeckt werden. Diese Werke müssen aufgedeckt werden, damit Menschen sich von diesen Werken entfernen. Alles, was. Es gibt ja auch Familien, wo Brüder und Schwestern miteinander heiraten. Und bei vielen Völkern scheint es normal zu sein, aber das alles sind Werke der Finsternis und das muss aufgedeckt werden. Wisst ihr, es gibt viele Dinge, was unter uns Christen wirklich aufgedeckt werden müssen. Es gibt manche Menschen, die sind auch verheiratet, sind Brüder und Schwestern oder Cousin, Cousine sind verheiratet, aber für den ist es normal, weil die kennen es nicht anders. Und wir als Christen, wir sind da, um solche Werke aufzudecken, damit die Menschen verstehen, wie tief sie in der Dunkelheit gefallen sind, wie tief sie die Dunkelheit folgen, damit diese Werke einfach, damit die Menschen keine Gemeinschaft mehr mit solchen Werken haben sollen. Wisst ihr, es gibt Familien, wo selbst Väter was mit ihren Tochter haben oder Mütter was mit ihren Söhnen haben und das alles muss aufgedeckt werden, weil ich sag mal, alles, was eine Mutter kann nicht was mit ihren Sohn haben, ein Vater kann auch nicht
mit seinen Tochter haben. Diese ganzen Werke müssen aufgedeckt werden, weil das sind die Werke des Dunkelheits, das sind die Werke des Finsternis und das sind die Türe, was wir oft den Feind öffnen, damit der Feind selbst in unsere Familie reinkommt und Verderben bringt. Wisst ihr, das sind die Werke, was aufgedeckt werden müssen. Die Dunkelheit muss aufgedeckt werden. Wisst ihr, Familie ist Familie, ein Vater ist da, um Kinder zu beschützen. Ein Vater ist für seine Frau gedacht, ein Vater ist nicht für seine Kinder gedacht und es gibt viele Familien, wo sowas praktiziert wird, wo der Vater was mit seiner Tochter hat oder wo die Mutter was mit ihren Söhnen hat. Es gibt so das alles, es ist Magie, es ist Hexerei und es ist einfach Zauberei. Sowas muss aufgedeckt werden. Wisst ihr, sowas mit Pädophilie muss aufgedeckt werden. Wisst ihr, es gibt Kinder, die mit Erwachsenen zu tun haben, Kinder, die noch nicht mal volljährig sind und sowas alles muss aufgedeckt werden. Wenn du dieses Botschaft hast und du führst so ein Leben, ich will dir eins sagen, lass dieses Leben, weil du gehst in die Dunkelheit hinein. Du nährst dich in der Dunkelheit und eins musst du wissen, alles was mit der Dunkelheit zu tun hat, du gibst dein Leben schon an den Feind. Du nährst dich an den Feind und der Feind nimmt auch Raum in dir. Jedes Tür, was für den Feind geöffnet wird, der Feind kommt und geht hinein. Darum sind wir da, um diese Werke aufzudecken. Dann sagt Paulus, denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich, auch nur zu sagen. So ist es. Das alles ist schändlich. Wisst ihr, alle diese Werke der Dunkelheit sind schändlich. Darum nennt man das die Werke der Dunkelheit oder Okkultismus. Das, was mit Okkultismus zu tun hat, weil Okkultismus heißt ja eigentlich geheim. Etwas, was geheim ist, etwas, was einfach bedeckt ist. Und alles, was auch Okkultismus, alles, was mit dem Okkultismus zu tun hat, das sind die Werke der Dunkelheit, das sind die Werke des Finsternis, die aufgedeckt werden müssen, damit die Menschen verstehen, in welchen Dunkelheit sie leben. Wisst ihr, die Zeit ist, als wir das Licht bringen, damit die Menschen einfach dieses Licht sehen und das Licht folgen. Es gibt Menschen, denen hat man noch nicht dieses Licht vorgestellt und die sind schon an diesem Dunkelheit gewöhnt. Wisst ihr, wenn Menschen schon an etwas gewöhnt sind, für den ist es normal geworden. Darum, wenn man einen Menschen dann ein Licht bringt, wenn der Mensch das Licht sieht, dann versteht der Mensch, dass er ein Leben geführt hat, was fern von Gott war. Dann fängt der Mensch erst an, das Licht zu folgen. Für viele Menschen ist die Dunkelheit normal geworden. Die wissen gar nicht, dass die in der Dunkelheit leben. Die sind schon daran gewöhnt, die kennen es nicht anders. Es gibt Völker, da herrscht nur die Dunkelheit. Es gibt Kinder, die sind in der Hexerei geboren und für denen ist die Hexerei normal. Egal was du denen sagst, bis man ihnen wirklich das wahre Licht vorstellt. Und sobald die anfangen, das Licht zu verstehen, dann trennen sie sich von das Licht. Darum sind wir hier, um die Werke der Dunkelheit aufzudecken. Wisst ihr, wir sind da, um den Menschen einfach die Augen zu öffnen, damit die Ohren, die geistlichen Ohren geöffnet werden, die Menschen wirklich den wahren Weg sehen, was Jesus Christus ist. Die Zeit ist ja, dass die Wege der Dunkelheit gesperrt werden. Die Zeit ist ja, dass die Menschen aus der Hexerei rausgehen. Alles, was mit Magie zu tun hat, alles, was einfach kommt, um Verderben in Familie zu bringen, muss aufgedeckt werden im Namen Jesus Christus. Dann sagt Paulus, alles aber wird aufgedeckt, wenn es vom Licht offenbart wird. Denn alles, was offenbart wird, das ist Licht. Wisst ihr, alles wird aufgedeckt, wenn es vom Licht offenbart wird. Und das Wort Gottes ist das Licht. Darum, ich komme nicht mit leeren Händen, aber ich komme mit das Wort Gottes. Das ist das wahre Licht. Das Wort Gottes zeigt uns, wie wir unser Leben führen müssen. Das Wort Gottes zeigt uns, was verkehrt gewesen ist. Wisst ihr, alles, was im Wort Gottes ist, das ist richtig. Und alles, was außerhalb des Wort Gottes ist, das ist falsch. Und darum sind wir hier, um den Menschen das Wort Gottes zu zeigen. Wisst ihr, ein Mann für eine Frau, eine Frau für einen Mann. Und die Familie soll selbst in Ordnung gehalten werden, so wie Paulus es sagt. Wisst ihr, wir sind da, um den Menschen wirklich das Licht zu zeigen. Und wir sind da, um den Menschen zu zeigen, dass es nur eine Lösung gibt. Lösung ist Jesus Christus. Viele Menschen suchen nach Lösung oder viele Menschen wissen nicht, wo sie ihre Lösung finden. Aus diesem Grund sind viele Menschen in falschen Wege gegangen. Viele sind in den falschen Wegen, in den Magie gelandet, weil die wissen nicht, wie es mit denen weitergeht. Viele Menschen haben einfach nach einer Lösung gesucht. Es gibt viele Menschen, da sie Probleme im Leben haben, Probleme, die nie ein Ende finden, sind die zum Zauberer gegangen oder so, zum Wahrsager, weil die wussten nicht, wie es mit denen weitergeht. Und viele Menschen wollten auch über ihre Zukunft wissen, wie es mit ihren Zukunft aussieht, weil es gibt ja Menschen, die haben nur Unglück erlebt, jeden Tag nur Unglück, immer wieder neues Unglück und es wird nicht besser. Aus diesem Grund sind auch viele Menschen zum Wahrsager gegangen und darum sind wir hier, um den Menschen das Licht vorzustellen, den Menschen das Licht zu zeigen, weil nur durch das Licht werden die Menschen verstehen, dass ein
ein Wahrsager keine Lösung ist. Ein Wahrsager ist nicht von Gott. Und wenn es jemand gibt, der deine Zukunft besser kennt, das ist der, der dich erschaffen hat. Und es ist Jesus Christus. Darum bin ich hier, um dir Jesus vorzustellen. Jesus kennt deine Zukunft und dein Leben ist nur gesichert, wenn es im Hand Gottes ist. Wenn du den Herrn dein Leben gibst, wenn du den Herrn deine Zukunft gibst, dann ist deine Zukunft gesichert. Vielleicht war dein Leben, vielleicht hattest du nur Unglück. Alles lief schief in deinem Leben. Du hast dich bemüht und nichts hat geklappt. Aber Jesus ist da, um deine Zukunft besser zu machen. Jesus ist da, um dir Hoffnung zu schenken. Jesus ist da, um das, was gestern nicht geklappt hat, um es klappen zu machen. Jesus ist da, um die Erleuchtung in dein Leben zu bringen. Jesus ist da, um eine Veränderung in dein Leben zu bringen. Zauberei wird dir niemals helfen. Magie wird dir niemals helfen. Wahrsager, die werden dir nur Falsches sagen. Ich kenne Menschen, die sind zu Wahrsager gegangen. Wahrsager haben denen sogar versprochen, Wahrsager haben denen gesagt, dass sie im Lotto gewinnen werden, aber das ist nie geschehen. Ein Wahrsager sagt nie die Wahrheit, aber es gibt einer, der die Wahrheit sagt, das ist Jesus Christus, und wenn er dir was verheißt, die Verheißungen, was der Herr uns gibt, die werden immer wahr, weil er ist kein Mensch, damit er lügen soll, und das, was er sagt, das geschieht immer. Darum gib dein Leben an Jesus Christus, lass dich von Jesus führen, folge niemals Wahrsager, folge niemals alles, was mit der Zauberei zu tun hat, folge niemals diese Menschen, die Zukunft sehen. Nein, Jesus kennt deine Zukunft. Gib dein Leben an Jesus Christus. Lass dich von Jesus führen. Und dann sagt Paulus hier im Vers 14, sagt er, darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. Wisst ihr, Paulus sagt etwas, was hier sehr wichtig ist. Er sagt, wache auf, der du schläfst. Es gibt viele, die sind am Schlafen, aber die wissen nicht, dass sie schlafen. Es gibt viele, die schlafen geistlich. Und jemand, der schon geistig am Schlafen ist, der Herr sieht dich wie tot. Weil die Bibel sagt hier, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. Das heißt, wenn du geistig am Schlafen bist, der Herr sieht dich wie tot. Du bist zwar geistig, du bist zwar menschlich, lebst du noch, du läufst noch, du wandelst noch, aber da du schon geistig am Schlafen bist, wirst du wie tot vor den Herrn gesehen. Der Herr sieht dich tot, weil du schläfst mitten unter den Toten. Also es gibt keinen Unterschied zwischen jemand, der geistig lebt, und zwischen jemand, der auch geistig tot ist. Gibt es keinen Unterschied. Und was bringt denn oft diesen Schlaf oder diesen geistlichen Schlaf? Es ist oft die Werke des Finsternis. Jemand, der sich einfach an den Finsternis nährt, er ist geistlich tot. Jemand, der mit der Dunkelheit zu tun hat, er ist geistlich tot. Jemand, der mit den Hexerei zu tun hat, er ist geistlich tot. Jemand, der mit der Hurerei zu tun hat, er ist geistlich tot. Jemand, der einfach in der Magie ist, er ist geistlich tot. Jemand, der in der Esoterik ist, er ist geistlich tot. Alles, was mit der Dunkelheit zu tun hat, dann bist du geistlich tot. Und jemand, der geistig tot ist, es dauert auch nicht, damit du auch körperlich tot gehst, weil der Feind zieht uns in den Tod. Und wenn es etwas gibt, worauf der Feind sich freut, dann ist es, wenn jemand stirbt, ohne Jesus Christus zu kennen. Weil der Feind weiß, dass deine Ewigkeit sicher in seinen Händen ist. Und der Herr will nicht, dass wir unsere Ewigkeit bei den Feind verbringen. Der Herr will nicht, dass wir in die Hölle landen. Der Herr hat die Hölle nicht für uns Menschen erschaffen, aber für den Feind. Darum, der Feind verschönert die Dunkelheit. So, Menschen haben sich in die Dunkelheit gewöhnt. Menschen haben Frieden in der Dunkelheit gefunden, aber wir sind Kinder des Lichtes. Wir sind für das Licht gedacht und wir sind da, um zu erleuchten. Darum kommt das Licht Gottes, um uns die Erleuchtung zu bringen. Darum kommt das Licht Gottes, um uns einfach den wahren Weg zu zeigen. Jesus will, dass wir gerettet werden. Jesus will, dass wir das Licht Gottes wollen. Das Licht Gottes ist das Wort Gottes. Die Zeit ist da, dass wir alle falschen Wege verlassen. Die Zeit ist da, dass wir die Wege der Dunkelheit verlassen. Die Zeit ist da, dass wir Jesus in Wahrheit folgen. Alles, was wir brauchen, ist in Jesus. Leben ist in Jesus. Frieden ist in Jesus. Gesundheit ist in Jesus. Freude ist in Jesus. Alles, was uns die Welt niemals geben kann, ist in Jesus. Weil alles, was uns die Welt gibt, ist vergänglich. Alles, was uns Menschen geben, hat ein Ende. Aber das, was der Herr uns gibt, ist ewig. Wisst ihr, die Welt kann dir Gesundheit versprechen, aber die Welt wird dir niemals die Gesundheit geben, was Jesus dir geben kann. Weil wenn Jesus dir die Gesundheit gibt, dann bist du für immer gesund. Weil die Bibel sagt, wenn der Sohn Gottes euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Denn die Welt kann dir Reichtum versprechen, aber diesen Reichtum, was dir die Welt gibt, wird ein Ende haben. Und es gibt viele Menschen, die haben durch falschen Wege sind sie zum Reichtum gekommen, aber das hat in deren Leben gekostet. Viele müssen selbst deren Seelen verkaufen, um ans Reichtum zu kommen, um reich zu werden, um ans Geld zu kommen, um ein gutes Leben zu haben. Aber wenn du zu Jesus kommst, du musst gar nicht deine Seele verkaufen. Jesus gibt dir sogar das ewige Leben. Er gibt dir nicht nur, er segnet dich nicht nur, er macht dich nicht nur reich, aber er gibt dir auch das ewige Leben, was dir die Welt niemals geben kann. Und
Die Bibel sagt selber, wer sein Leben für den Herrn verliert, er wird es wieder finden. Wisst ihr, wenn du dein Leben für den Herrn verlierst, dann wirst du es finden. Aber wenn du dein Leben für die Welt verlierst, du wirst es niemals finden. Wenn du deine Seele für die Welt verlierst, du wirst es niemals finden. Der Feind kommt und schlägt uns vieles vor. Der Feind kommt und zeigt uns Dinge, die wirklich erleuchten. Wisst ihr, das ist auch das, was er mit Jesus gemacht hat. Der Feind ist zu Jesus Christus gekommen. Oh, ich liebe das. Ich danke den Herrn, wenn ich spüre, dass der Heilige Geist wirklich da ist. Es tut mir gut, wenn ich einfach diesen Feuer Gottes in mir spüre. Und ich weiß, der Herr will, dass die Augen, dass die geistlichen Augen wirklich geöffnet werden. Ja, genau. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte von Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang vom Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen. Und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn schließlich. Der Teufel aber sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag doch zu diesem Stein, dass er zu Brot wird. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von jedem Wort Gottes. Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick. Da sagte der Teufel zu ihm, alle diese Macht und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, denn sie ist mir übergeben. Und ich gebe sie, wenn ich will. Wenn du mich nun anbetest, soll das alles dein sein. Jesus antwortete ihm, geh weg hinter mich, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Wisst ihr, es gibt viele Menschen, die haben wirklich den Satan angebetet. Es gibt viele Menschen, die haben sich wirklich vor den Satan gebeugt. Nur für dieses Reichtum dieser Welt haben sich den Feind wirklich vor den Feind gebeugt, haben sich vor diese Welt gebeugt. Viele haben deren Leben verkauft, viele haben deren Seele verkauft, viele haben selbst deren Gesundheit verkauft. Es gibt Menschen, die werden immer von Tag zu Tag krank, weil die haben deren Leben verkauft, die haben deren Gesundheit verkauft. Und eins musst du wissen, alles, was du den Feind gibst, der Feind wird dir diesen Reichtum geben, ja. Aber eins musst du wissen, er wird dort dein Leben fordern. Es gibt viele Menschen, denen ging es für eine kurze Zeit, ging es denen gut, haben diese Freude gespürt, aber die Schmerzen waren danach wirklich sehr bitter und sehr stark. Darum beuge dich niemals vor den Feind, beuge dich niemals vor den Magier dieser Welt, beuge dich niemals vor den Hexen dieser Welt. Beuge dich niemals vor dieser Welt. Wisst ihr, der Feind stellt uns dieser Welt vor. Der Feind stellt uns einfach die Reichtum dieser Welt vor. Er will, dass wir uns vor ihm beugen. Er hat Jesus gezeigt, dass er ihm die ganze Welt geben kann. Er sagt ihm, es ist alles ihm übergeben. Aber Jesus wusste, wer er ist. Und Jesus wusste, wer der Satan ist, dass der Lügner ist. Er kann dir alles vorstellen. Er kann dir alles geben. Er kann dir alles an einem Tag geben. Aber er macht doch dein Leben zur Hölle. Es gibt viele Menschen, deren Leben sind wirklich zur Hölle geworden. Viele Menschen haben es heute schwer, selbst zu leben. Viele Menschen haben es heute selbst schwer. Die kommen selbst mit ihrem Leben nicht mehr klar. Viele Menschen haben keinen Schlaf mehr, keinen ruhigen Schlaf mehr. Sobald die versuchen einzuschlafen, da kommt der Feind. Die haben nur noch böse Träume. Weil die haben deren Leben an den Feind verkauft, die haben deren Seelen verkauft, die haben sich vor den Feind gebeugt für dieses Reichtum dieser Welt. Und alles, was einfach Reichtum dieser Welt ist, es wird dich niemals weiterbringen. Nur Jesus wird dich weiterbringen. Jesus kann dich segnen, und wenn der Herr dich segnet, dann bist du wirklich gesegnet. Die Bibel sagt, es ist der Segen Gottes, der uns reich macht. Wisst ihr, wenn es einen Segen gibt, was uns reich macht, dann ist es der Segen Jesus Christus. Menschen haben sich vor den Satan gebeugt. Menschen sind einfach diese Freude nachgefolgt. Menschen sind einfach seine Worte nachgefolgt. Weil wenn der Satan kommt, er kommt und er bringt wirklich die süße Worte. Er kommt und bringt wirklich schöne Worte. Er kommt und verschönert alles. Er zeigt dir nicht, welchen Leid dahinter steckt. Er zeigt dir nicht, dass es später dein Leben kosten wird. Und viele Menschen sind auf ihn reingefallen. Viele Menschen sind in den Magie gegangen, weil man denen gesagt hat, dass es da auf die Schnelle geht. Viele Menschen selbst zur Zauberei gegangen, weil man denen gesagt hat, dass es da schnell geht, dass die dazu ein schnelles Leben kommen, wisst ihr? Und alles, was du von jetzt auf gleich kriegst, eins musst du wissen, es könnte dir dein Leben kosten, deine Gesundheit, es könnte dir deine Kinder kosten. Viele Menschen haben selbst ihr Leben verkauft, viele Menschen haben selbst alles verkauft, dass sie sogar heute keine Kinder haben, weil die haben einfach alles gegeben, um ein gutes Leben zu haben. Wisst ihr, darum sagt die Bibel, was lohnt es sich, die ganze Welt zu gewinnen, wenn du deine Seele verlierst? Wisst ihr, du könntest alles kriegen, aber deine Seele verlierst du, was hast du davon?
Eins müssen wir wissen, wir leben in einer Welt, das Leben, was wir hier haben, ist ein Leben, was vergänglich ist. Es ist vergänglich, aber es gibt ein ewiges Leben und dieses ewiges Leben ist ein Leben, was ewig ist. Und was lohnt es sich, wenn du schon hier gelitten hast oder hier hattest du schön, dann hast du ein ewiges Leben, was nur aus Leiden ist. Lest du mal die Geschichte von den armen Lazarus und den reichen Mann. Wisst ihr, wer hatte ein gutes Ende gehabt? Lazarus, sein Ende war natürlich viel schöner. Er hat zwar hier gelitten, aber die Ewigkeit, das ist das, was wichtig ist. Darum beugt euch niemals vor den Feind. Wisst ihr, der Feind tut alles. Heutzutage gibt es selbst, ist Magie, ist selbst in den Internet. Man sieht heute Zauberer, Menschen, die Geld zaubern. Wisst ihr, man sieht es heute selbst auf Facebook. Menschen, die Geld zaubern, nehmen eine Tasche, was leer gewesen ist, und zack, machen die irgendetwas, dann ist auf einmal Geld drin. Das alles ist pure Magie. Und viele Menschen fallen auch auf sowas rein. Der Feind kommt und macht wirklich dein Leben zur Schande. Der Feind kommt und bringt wirklich Schulden in dein Leben. Der Feind tut alles, damit du dich einfach vor ihm beugst. Aber beuge dich niemals vor den Feind. Wisst ihr, die Bibel sagt, das Ende ist besser als der Anfang. Wenn du schon mit den Herrn angefangen hast, dann geh mit den Herrn bis ans Ende. Am Ende erwartet der Herr dich. Gib niemals dein Leben an den Feind. Beuge dich niemals vor den Feind. Egal wie schwer es mit dir ist, eins musst du wissen, der Herr hat eine Lösung für dich. Die wahre Lösung ist in Jesus Christus. Darum sagt Paulus, steh auf, du, der du mitten unter den Toten schläfst. Steh auf euch. Wo war ich nochmal? Ich meine, Kapitel hier. Die Bibel sagt, darum wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. Es gibt viele Menschen, die schlafen mitten unter den Toten, weil wenn du könntest ein Christ sein und du schläfst geistig, du könntest eine Gemeinde besuchen, aber du schläfst geistig, weil du die Werke des Feindes praktizierst. Du bist mit in diesen Werken drinnen, du bist mit in den Werken der Dunkelheit drinnen. Wenn du schon diese Werke praktizierst, dann bist du mit drinnen. Wenn du schon, auch wenn du den Namen Jesus erwähnst, auch wenn du eine Gemeinde besuchst, aber wenn du mit der Magie zu tun hast, wenn du in der Zauberei bist, wenn du einfach mit alle Werke der Dunkelheit zu tun hast, dann schläfst du geistlich, und du schläfst nicht irgendwo, aber du schläfst mitten unter den Toten. Du schläfst mitten unter den Toten. Der Herr sieht dich wie tot. Du bist am Schlafen, du bist tot. Es gibt viele Christen, die sind wirklich geistlich tot. Die sind zwar, jeden Sonntag sind die zwar in der Kirche, die geben noch ein Opfer, aber geistlich bist du tot. Der Herr sieht dich tot, weil die Werke, die du praktizierst die Werke des Todes. Du praktizierst die Werke des Feindes. Und das ist oft der Weg, was der Feind selbst ausnutzt, um Menschenleben zu zerstören. Wenn du die Werke des Feindes praktizierst, er nutzt es aus und zerstört dein Leben. Er nutzt es raus aus und macht dich krank. Er nutzt es aus und schickt seine Dämonen, damit die dich angreifen, weil du hast eine Tür für den Feind geöffnet. Du hast den Feind einfach nur einen Weg geöffnet. Und jeder Weg, den du für den Feind öffnest, eins musst du wissen, der Feind nutzt es aus. Wisst ihr, der Feind nutzt es aus. Er kommt und macht dein Leben schlecht. Er kommt und macht dich krank. Viele Menschen waren gesund, weil der Herr hat keinen Menschen krank erschaffen. Nein. Es gibt keinen Menschen, den der Herr krank erschaffen hat. Wenn es jemand gibt, der Menschen krank macht, das ist der Feind, der Satan. Er kommt und macht den Menschen krank. Er kommt und macht wirklich, er bringt Leid in den Menschen. Er kommt und bringt Dunkelheit im Leben von Menschen. Menschen leiden, das ist der Ziel des Feindes, dass es den Menschen schlecht geht, damit die Menschen sich im Endeffekt an ihn wenden. Wisst ihr, aber ich will dir eins sagen, wenn du leidest, wenn es dir schlecht geht, wenn du krank bist, egal was es ist, wende dich nicht an den Feind, aber wende dich an den Herrn, wende dich an Jesus Christus. Auch wenn du psychisch krank bist, suche nicht nach Psychiater oder so irgendwas, nein, schau zu Jesus Christus. Jesus ist die Lösung, Jesus ist dein Arzt, Jesus wird dich heilen, Jesus wird dich retten. Es gibt viele Menschen, die haben sich an den falschen Wege gewendet. Die haben einfach ihre Lösung in den falschen Weg gesucht. Wisst ihr, sowas wie viele Menschen haben sich selbst hypnotisieren lassen. Ich will euch eins sagen, alle, die sich hypnotisieren lassen, das ist auch eine sehr große Magie. Und das nutzt auch der Feind aus. In der Zeit, wo du hypnotisierst wirst, du weißt gar nicht, was man für Dämonen in dir hineinbringt. Wisst ihr, so wurden auch viele Menschen besessen von Dämonen. So wurden auch viele Menschen wirklich noch mehr besessen. Vielleicht ging es ja sogar davor besser, aber
Danach wird es mit dir noch schlechter. Und sowas wie Psychiater, das sind keine Hilfe. Die machen einfach Menschenleben noch kaputt, weil die werden durch den Feind benutzt. Der Feind benutzt sie, wisst ihr. Aber Jesus ist da, um dein Leben zu verändern. Jesus ist da, um dich zu retten. Jesus will dich retten, weil am Kreuz ist er für dich gestorben. Darum sind wir hier, um den Menschen das Kreuz zu zeigen. Jesus Christus erwartet dich am Kreuz. Jeder, der ans Kreuz kommt, er wird gerettet, er wird befreit, sein Leben wird verändert. Nur am Kreuz ist deine Lösung. Das Kreuz ist die Tür und jeder, der ans Kreuz kommt, wird Jesus Christus treffen. Komm am wahren Kreuz. Das Kreuz ist nicht in Jerusalem. Das Kreuz ist nicht in Golgotha. Aber das Kreuz ist in der Zeit, wo du erkennst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist. Und wenn du ihn rufst, wenn du wirklich dein Herz für ihn öffnest, dann bist du am Kreuz, weil am Kreuz hat er den Preis für dich bezahlt und er wartet auf dich ans Kreuz. Wisst ihr, Menschen haben keine Lösung für dich. Magie haben keine Lösung für dich. Zauberer haben keine Lösung für dich. Egal, was man dir vorstellen kann. Es hat keine Lösung für dich. Du könntest zig Religionen wechseln. Du könntest heute ein Satanist werden. Selbst das ist keine Lösung. Satan ist ein Lügner. Satan sagt niemals die Wahrheit. Satan ist ein Lügner. Er war von Anfang an ein Lügner und er wird ein Lügner bleiben. Er lügt Menschen an. Er zeigt den Menschen wirklich den komplett falschen Weg. Darum sind viele Menschen verblendet und Menschen sind in den Wegen gelandet. Die finden auch keinen Ausweg mehr. Aber ich bin hier, um dir einen zu verkündigen. Jesus Christus ist der Ausweg. Wer zu Jesus Christus kommt, er wird niemals hinausgestoßen. Und Jesus ist bereit, jede Sünde zu vergeben. Jesus ist bereit, jeden zu reinigen. Jesus ist bereit, deine Sünde zu vergeben. Egal wie stark du gesündigt hast, Jesus kann dir vergeben. Jesus hat noch eine Chance für dich. Und Jesus ist bereit, dich zu befreien. Egal wer du bist, egal was du getan hast, egal was dich festhält, Jesus ist bereit, dich zu befreien. Egal, was für einen Vertrag du mit dem Feind unterschrieben hast, egal, welchen Vertrag du mit der Dunkelheit unterschrieben hast, Jesus Christus wird dich befreien, denn das Blut Jesus Christus ist nicht umsonst geflossen und das Blut Jesus hat Kraft, dich noch heute zu befreien. Jesus will jeden befreien. Wisst ihr, es gibt keinen Mensch, der zu Jesus kommen wird und Jesus wird ihn wirklich leer heimkehren lassen. Nein, jeder, der zu Jesus kommt, Jesus wird etwas für dich tun. Jesus ist bereit, dein Leben zu verändern. Egal, was du getan hast, Jesus wird dich verändern. Egal, was du getan hast, Jesus vergibt dir. Die wahre Vergebung ist in Jesus Christus. Er wird dir vergeben. Er wird dich neu kleiden. Er wird dir einen neuen Weg öffnen. Er wird dir eine neue Chance geben. Jesus gibt jedem eine neue Chance. Menschen können dir vielleicht nicht stören, die können dir eine neue Chance geben, aber Jesus wird dir eine neue Chance geben. Und die Bibel sagt, das, was Gott heilig sieht, ist heilig. Wenn der Herr sagt, dass du heilig bist, dann bist du heilig. Wisst ihr, egal was Menschen sagen kann, der Herr wird dich heiligen. Der Herr wird alles neu machen. Es gibt Menschen, die sind wirklich besessen, zum tiefsten besessen und die wissen gar nicht, wie sie davon loskommen. Jesus Christus wird dich befreien. Es gibt Menschen, die werden nachts bekämpft. Vielleicht hast du nur Träume, wo du bekämpft wirst. Träume, wo du geschlagen wirst. Wisst ihr, ich will dir eins sagen, wenn du schon solchen Träume hast, du wirst immer bekämpft, du wirst immer in deine Träume geschlagen, du wirst immer in deine Träume verfolgt, du musst immer laufen. Eins ist sicher, das zeigt, dass du noch gefangen bist. Aber Jesus kann dich selbst davon befreien, weil die Träume sind oft unser wahres Leben, was wir träumen. Der Herr zeigt uns wirklich unser geistiges Leben oft in den Träumen, wie es aussieht. Darum vernachlässige niemals die Träume, die du träumst. Wenn du träumst, du wirst immer angegriffen, du wirst immer geschlagen. Das zeigt, dass der Feind dich jederzeit, dass der Feind dich bekämpft und Jesus kann dich davon befreien. Wenn du träumst, du bist gefesselt, du bist in einem dunklen Ort und du weißt nicht, wie du da raus kannst. Das zeigt, dass der Feind hat dich gefangen. Du bist in der Macht des Feindes gefangen. Der Feind will dich nicht loslassen, aber Jesus kann dich aus der Macht des Feindes befreien. Wenn du träumst, dass du immer geschlagen wirst, du besiegst nie, du wirst immer besiegt. Das zeigt, dass der Feind noch Macht über dich hat. Das zeigt, dass etwas noch nicht in dein Leben stimmt, aber Jesus kann dich davon befreien und Jesus wird aus dir einen Sieger machen, weil am Kreuz hat Jesus Christus für dich gesiegt. Wisst ihr, das sind die Werke des Feindes und im Träume erlaubt der Herr, dass du einfach sehen, wie wir geistlich sind. Wisst ihr, es gibt viele Menschen, die träumen. Vielleicht
Vielleicht bist du verheiratet, aber du träumst oft, dass du Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person hast, nicht mit deiner Frau oder nicht mit deinem Mann. Wenn du schon solchen Träume hast, das zeigt, dass du nachts noch gefangen bist, dass selbst diese Dämonen der Hurerei, diese Dämonen einfach, diese Nachtfrauen oder Nachtmännern einfach Macht über dein Leben haben. Jesus kann dich davon befreien. Die Befreiung ist noch real. Wenn du vielleicht träumst, du träumst vielleicht, du wirst getötet oder so. Es gibt viele Menschen, die solche Träume haben. Das ist auch ein Anzeichen, dass der Geistes, wenn du solchen Träume hast, dass du nachts, du wirst getötet und oder so etwas, das zeigt etwas, dass der Geist des Todes Raum über dein Leben hat, dass der Geist des Todes schon in dir herrscht. Und wenn du solchen Träume hast, Jesus kann dich davon befreien. Jesus kann dich vom Schlafwandeln befreien. Jesus kann dich von aller Art der Kämpfe befreien, was in deinem Leben sind. Darum sagt die Bibel, wache auf, der du schläfst und steh auf von den Toten. Dann wird dich Christus erleuchten. Wisst ihr, das Problem ist, viele Christen schlafen noch und viele, wie gesagt, viele schlafen mitten unter den Toten. Viele haben noch diese tote Werke in sich. Viele haben noch diese tote Götter in sich und alles, was einfach tote Götter sind, das Problem ist, trenne dich davon, trenne dich von alles, was einfach tot in dein Leben ist. Trenne dich von den toten Göttern, trenne dich von den toten Wegen, trenne dich von den toten Religionen. Dann wird Christus Schritt machen. Der Herr erwartet, dass du deinen Schritt machst, weil am Kreuz hat Jesus schon seinen Schritt getan. Jesus hat schon einen Schritt auf uns zugetan, als er am Kreuz Golgotha für uns gestorben ist. Jetzt wartet er, dass du den nächsten Schritt auf ihn machst. Aber bevor du diesen nächsten Schritt machst, trenne dich erstmal von alles, was tote Götter sind. Trenne dich von all den falschen Wegen. Trenne dich einfach von der Magie, trenne dich von magischen Ketten, trenne dich einfach von Kreuze, trenne dich von was weiß ich was, Glücksbringer, trenne dich einfach von alles, von Öl, was man dir gegeben hat oder irgendein Parfüm, was man dir gegeben hat, was dir Glück bringen soll oder so. Trenne dich einfach von solchen Dingen. Es gibt Menschen, die haben aus irgendetwas einen Gott gemacht und alles, was du einfach zum Gott gemacht hast, eins musst du wissen, das sind einfach Götzen und das trennt dich, das wird dich immer von Gott trennen. Trenne dich von solchen Dingen. Darum sagt die Bibel, steh auf von den Toten. Wisst ihr, wir liegen oft mitten unter den Toten, ohne zu wissen. Wir gehen selber in den Tod zu, weil wir haben mit diesen toten Werken zu tun. Und die Zeit ist ja, dass wir uns von diesen toten Werken trennen, damit der Herr kommt und uns erleuchtet. Der Herr will uns erleuchten. Der Herr will, dass sein Licht über uns leuchtet. Der Herr will, dass wir Lichter sind. Der Herr will, dass wir befreit sind. Aber viele Befreiungen klappen auch nicht, weil viele Menschen sich nicht von den toten Werken befreit haben. Viele Menschen haben sich nicht von diesen toten Werken getrennt. Darum sind selbst viele Befreiungen immer so ein Kampf, weil viele Menschen wollen deren toten Werke nicht aufgeben. Es gibt viele Menschen, die zwar den Namen Jesus nennen, aber die haben sich nicht von deren toten Werke getrennt. Die haben wirklich kein Ende mit dem Feind gemacht. Aber Jesus will, dass du dich von diesen toten Werken trennst. Dann wird er dich erleuchten. Der Herr wird jeden erleuchten. Aber bevor der Herr dich erleuchtet, bevor die wahre Erleuchtung in dein Leben kommt, trenne dich. Trenne dich von dem Tod. Steh auf, du, der du mitten unter den Toten schläfst. Wirf alles weg, was einfach Tod in dein Leben bringt. Wenn es die Bücher sind, wirf es weg. Wenn es Esoterikbücher sind, egal wie teuer es gewesen ist, wirf es weg. Wenn es irgendwelche Medaillen sind, irgendwelche Ketten sind, egal wie teuer es gewesen ist, wirf es weg. Alles, was du einfach gekauft hast, was mit der Magie zu tun hat, wirf es weg. Sei es, was weiß ich was. Heutzutage gibt es auch Computerspiele, die einfach, was auch der Feind oft benutzt, um uns einfach in die Dunkelheit hineinzubringen. Wisst ihr, es gibt auch viele, die Amokläufer. Woher kommt das? Das sind Spiele, die sie spielen. Und solche Spiele bringen einfach, die Dämonen sind einfach sehr stark dahinter. Da steckt einfach die Kraft des Feindes dahinter, um den Menschen einfach in den Depression zu bringen, um aus einem Menschen einen Amokläufer zu machen. Wie könnt ihr euch vorstellen, ein Mensch, der normal geworden ist, er geht in eine Schule und bringt zig Menschen auf einmal um. Das ist der Feind, das sind die Dämonen, die ihn benutzen. Es ist nicht er, aber es ist ein Geist, was in ihm ist und das führt ihn. Darum, der Herr will uns von solchen Werken des Finsternis einfach befreien. Die Zeit ist ja, dass wir wirklich aufstehen. Dass wir mitten unter den Toten aufstehen. Alles, was tote Werke sind, dass wir uns davon trennen. Schluss damit machen. Alles, was einfach tote Werke sind. Eins musst du wissen, das sind Einfallstoren. Der Feind hat immer einen Anspruch auf dein Leben. Der Feind hat eine Möglichkeit, in dein Leben hineinzukommen, weil du hast noch seine Werke. Aber der Herr will dich von den Werken des Feindes trennen. Trenne dich von den Werken des Feindes. Dann wird der Herr dich befreien. Die Zeit ist ja, dass wir uns trennen. Trenne dich von den Werken der Vergangenheit. Trenne dich von alles, was geklaut gewesen ist. Es gibt viele Menschen, die haben Sachen der Vergangenheit geklaut und
Sie sind zu Jesus gekommen, aber die leben noch mit diesen Dingen, was sie geklaut haben. Alles, was du geklaut hast damals, alles, was du in den falschen Wege damals dir geholt hast, trenne dich davon, weil es sind Werke der Dunkelheit. Der Feind wird es benutzen, um dich angreifen zu können. Aber trenne dich davon, damit der Herr dich erleuchtet. Und wenn der Herr dich erleuchtet, dann hat die Dunkelheit keinen Raum mehr über dein Leben. Dann hat die Dunkelheit keinen Raum mehr über deine Wohnung. Dann wird der Feind dir nichts mehr antun können, weil du hast dich von diesen Werken getrennt. Trenne dich davon. Steh auf, dann wird Christus dich erleuchten. Das heißt, der Herr will uns erleuchten, aber er wartet nur eins, dass wir erstmal aufwachen. Wisst ihr, die Zeit ist, dass wir als Christen wirklich aufwachen. Wach auf, der du schläfst. Wache auf. Der Herr will, dass du aufwachst. Das Wort, was du hörst, ist wirklich, es ist ein Wecker. Das Wort Gottes kommt, um uns wirklich aufzuwecken, damit wir aufstehen. Vor allem, dass wir von den Toten aufstehen. Wir schlafen mitten unter den Toten. Wir schlafen wirklich mitten unter den Feind. Das ist also ein Christ, jemand, der schläft, der Herr sieht dich genau, wie wenn du geistig tot bist. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem geistigen Toten und jemand, der geistig schläft. Darum die Zeit ist, dass wir aufstehen, dass die Werke des Dunkelheits uns wirklich verlassen im Namen Jesus Christus. Die Befreiung ist noch möglich, die Heilung ist noch möglich, aber oft schließen wir wirklich selber die Tür, damit der Herr uns nicht heilt oder damit der Herr uns nicht befreit, weil wir uns nicht von den Werken der Dunkelheit trennen wollen, weil wir uns nicht von Dingen trennen wollen, die uns einfach teuer sind. Es gibt manche Bilder, die den Herrn einfach nicht gefallen, manche Bilder, die einfach von der Magie sind oder ägyptische Götter, alles was einfach solchen Dinge, du musst eins wissen, das trennt dich einfach von Gott, weil wenn du schon ägyptische Götter bei dir zu Hause hast, solche Bilder, ägyptische Götter, die ihre Kinder Israels damals bekämpft haben. Eins musst du wissen, du bist ein Feind Gottes. Aber der Herr will nicht, dass wir seine Feinde sind. Der Herr will, dass wir zur Erkenntnis kommen und uns von solchen Dingen trennen, damit er uns erleuchtet. Der Herr will uns erleuchten. Der Herr will mich erleuchten, der Herr will dich erleuchten. Deine Erleuchtung ist noch möglich. Trenne dich von diesen Werken. Der Herr wird was für dich tun. Der Herr wird dich befreien. Der Herr wird die Ketten brechen, die dich in lange Zeit gefesselt haben. Der Herr wird dein Leben verändern und alles wird gut. Ja, Gottes Segen, meine Schwester Annelies. Der Herr will uns befreien. Der Herr will nicht, dass der Feind Macht über uns hat. Das Problem ist deine Entscheidung. Du musst dich entscheiden. Wenn du dich von den Herrn entscheidest, dann folge ganz den Herrn. Das Problem ist, wir sind oft wirklich am Humpeln, wir wissen nicht oft, ob wir den Herrn folgen sollen oder den Feind. Und das Problem ist, der Herr will, dass wir befreit sind im Namen Jesu Christus. Die Befreiung ist reell. Der Herr befreit von Dämonen. Der Herr befreit von allen bösen Geistern. Der Herr befreit von bösen Träumen. Der Herr befreit von allen Mächten der Dunkelheit. Der Herr Jesus Christus befreit. Das Problem ist, wir sind das Problem, nicht der Herr. Der Herr will uns befreien. Das ist hier eine ganz kurze Botschaft, was mir der Herr gegeben hat. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie viel mehr auf. Das ist der Botschaft, was der mir gegeben hat, die Werke des Finsternisses aufzudecken. Wisst ihr, keine Gemeinschaft damit zu haben, aber diese Werke aufzudecken. Und der Herr wird uns davon befreien. Es gibt viele Menschen, die wollen, die trachten nach Heilung, die beten zu Gott, aber die wenden sich auch noch an solchen Leute wie solchen Heilpraktiker oder so irgendwas. Alles, was einfach nicht mit Gott zu tun hat, alles, was mit Magie oder so zu tun hat. Wisst ihr, es gibt Dinge, von denen wir uns wirklich trennen müssen. Wenn du willst, dass Jesus dich heilt, Jesus wird dich heilen, aber trenne dich von solchen Leuten, die einfach mit sowas mit Heilen oder so zu tun hat, weil ein wahrer Heiler ist einfach nur Jesus Christus. Wenn es jemand gibt, der heilt, das ist Jesus. Jesus heilt bis heute und wenn Jesus dich heilt, dann bist du wirklich geheilt. Wisst ihr, die Zeit ist ja, dass wir uns trennen, damit der Herr wirklich ganz hineinkommt. Die Zeit ist ja, dass die Gottestempel wirklich gereinigt wird, damit der Herr ganz allein in diesem Tempel wohnt. Die Zeit ist ja, dass wir wirklich das Kreuz Jesus Christus wieder verkündigen und das Kreuz Jesus Christus wieder Raum in unser Leben findet. Das Kreuz Jesus Christus muss wieder verkündigt werden. Und die Zeit ist ja, dass das Kreuz Jesus wirklich in unser Leben kommt. Die Zeit ist ja, dass wir unseren Kreuz tragen. Wie Jesus gesagt hat, wer mir nachfolgen will, er soll sich verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Das ist die Zeit, dass wir das Kreuz auf uns nehmen. Das ist Zeit, dass wir alles, was mit der Welt ist, dass wir uns davon trennen, dass wir uns von den toten Göttern trennen, dass wir uns einfach von diesen Göttern trennen, die Götzen sind, die durch Menschenhänden gebaut sind, dass wir Jesus Christus folgen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur er kann dich retten, nur er hat einen guten Plan für dein Leben. Für dein Leben hat Gott einen sehr guten Plan. Und das Problem ist,
trenne dich von alles, was dich von ihnen entfernen kann. Das ist eine ganz kurze Botschaft. Wenn noch Fragen da sind oder Gebetsanliegen oder jemand, der Gebet braucht, Befreiungsgebet braucht, könnt mir anschreiben. Wenn noch Fragen da sind, ihr könnt noch fragen, bevor ich Schluss mache. Ja, Gottes Segen, Annelies, der Herr segne dich. Ich bin froh, dich hier zu sehen. Der Herr segne euch. Seid gestärkt. Wisst ihr, die Dunkelheit darf nicht über uns herrschen. Aber oft herrscht die Dunkelheit über uns, weil wir selber die Dunkelheit Raum geben. Ja, meine Schwester Caroline, Gott segne dich. Oft herrscht die Dunkelheit über uns, weil wir selber die Dunkelheit wirklich diesen Raum geben. Wir haben oft die Werke der Dunkelheit noch in unser Leben. Wir müssen uns davon trennen, damit Jesus wirklich ganz in unser Leben angreift. Damit der Feind uns nirgendwo anschuldigen kann. Wisst ihr, der Feind verklagt uns oft bei den Herren, weil seine Werke noch in uns sind. Wenn du dich von den Werken des Feindes trennst, dann kann der dich nicht verklagen. Wenn du dich an den Herrn wendest, dann kann der Feind dich nicht verklagen, weil du hast nichts mit seinen Werken zu tun. Das ist die Zeit der Trennung. Gottes Segen, meine Schwester Regina, der Herr segne dich. Der Herr segne euch. Eins ist sicher, Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute, in Ewigkeit, er hat sich nicht verändert. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Teilt dieses Video. Ja, Gott segne auch meine Frau. Teilt dieses Video. Es gibt Menschen, die diese Botschaft brauchen. Die Befreiung. Ich bin da, um die Menschen die Befreiung zu predigen. Die Menschen zu sagen, dass sie noch befreit werden können. Egal wie lange sie gefangen gewesen sind. Egal wie lange sie schon leiden an der Gefangenschaft des Feindes, Jesus kann sie befreien. Auch wenn es schon normal geworden ist, Jesus kann sie befreien. Auch wenn sie lange in der Dunkelheit liegen, auch wenn sie lange mitten unter den Toten geschlafen haben, Jesus will sie erwecken, Jesus will, dass sie aufwachen, Jesus will sie da rausholen, damit sie erleuchtet werden. Egal wie lange die Dunkelheit in dein Leben geherrscht hat, Jesus kommt und bringt das Licht. Darum bin ich hier, um dir das Licht zu verkündigen, dir das wahre Licht vorzustellen, was Jesus Christus ist. Ja, Gottes Segen auch, meine Schwester Elke. Gottes Segen, meine Schwester Nevea. Dein Name ist so schön, ich kann es nur schlecht aussprechen. Der Herr hat Gutes mit uns vor, das weiß ich. Gott segne euch, Gott stärke euch. Seid gestärkt, steht für den Herrn und Jesus wird was für dich tun. Könnt mir jederzeit anschreiben, mein Messenger ist jederzeit offen, ihr könnt mir jederzeit anschreiben, wenn Gebetsanliegen sind, dann werden wir beten. Wenn jemand Befreiungsgebet braucht, dann werden wir für Befreiung beten und eins ist sicher, Jesus befreit. Jesus ist die Lösung, da wo keine Lösung mehr ist. Jesus ist deine Lösung. Gottes Segen, habt einen schönen Abend, habt eine schöne Woche, die Woche hat frisch begonnen und seid alle gesegnet, es soll schon ein gesegnetes Woche sein. Wenn Krankheiten da sind, dass Jesus Christus euch von alle Art von Krankheiten heilt. Wenn Probleme da sind, dass Jesus Christus Lösungen alle euren Problemen gibt. Egal wie groß die Probleme sind, eins ist sicher, Jesus Christus ist größer als alle unseren Problemen. Am Kreuz hat Jesus gesiegt und dieses Sieg ist für uns. Gottes Segen, seid gestärkt, habt eine schöne Nacht und bis bald, meine Geschwister. Tschüss.